Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des besten Podcasts im deutschen Fernsehen. Ja, hervorragend, sehr gut eingeleitet. Und lang ist es her, dass wir vor der Kamera standen. Wir haben sehr viel auf Halle produziert. Und da sind wir aber wieder und wir sind nicht gestorben, sondern wir haben uns den Sommer über sportlich betätigt. Ja, wie man sehen kann, mir hat sich nicht viel geändert, aber der Basti ist jetzt halb so breit. Ihr seht nur die riesigen Rückenmuskeln nicht, die der Tino aufgebaut hat. Wohl wahr. Und diese wahnsinnigen Oberschenkel, die man auch nur unter dem Tisch sieht. Aber zum Glück diese Wadeln. Genau. Und wir haben, wie gesagt, wir haben ein bisschen was mit Fitness-Apps und Gadgets gemacht und haben uns da die über den Sommer genauer angeguckt. Und da wollen wir euch jetzt das Best-of der solchen Tools und Gadgets zeigen. Und wir fangen erstmal mit dem an, das überhaupt keine Elektronik und Technik drin hat. Und zwar ist das ein Armband, und zwar das Belkin EaseFit Armband. Bitteschön. In meiner persönlichen Lieblingsfarbe natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt. Das ist jetzt noch die Version für das iPhone 4. Das gibt es auch für andere Smartphones. Wenn ihr auf unsere Webseite geht, findet ihr Links dazu. Man kriegt natürlich auch ein iPhone 5 mit ein bisschen Gewalt da rein. Ich habe mir als allererstes ganz am Anfang mal aus verschiedensten chinesischen Quellen so ein Armband bestellt und hatte den großen Nachteil, dass es sehr schnell runtergefallen ist, also vom Arm. Und das EaseFit hält sehr, sehr gut. Es gibt da auch noch eine bisschen spacigere Variante. Man kann es auch durch das Ding durchbedienen. Man sieht das, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig gut in der Kamera. Man kann da einen Kopfhörer anschließen oder man nimmt einen Bluetooth-Kopfhörer, da kommen wir gleich dazu. Und es hält auch beim Laufen recht gut am Arm und ich habe jetzt sonst keine, also beim Radfahren, da brauche ich es nicht, da habe ich eine Halterung für. Aber beim Laufen, da ist vermutlich auch am meisten Bewegung da und da hält es verdammt gut und wird nicht recht schnell unangenehm und hat auch keine Kanten, die einschneiden. Das war bei der Billig-Variante, die ich vorher bestellte, war das sehr unangenehm. Zum einen hat es gerutscht, es hat angefangen zu kratzen und es hatte halt Kanten überall. Also gerade hier oben, das muss schon anständig verarbeitet sein und das macht Belkin an der Stelle ganz gut. Und wie gesagt, gibt es für verschiedenste Telefone, auch fürs iPhone 5 inzwischen. Es ist tatsächlich auch so, dass diese Hülle an die verschiedenen Telefongrößen immer perfekt angepasst ist. Das heißt, ich kann es ja mal ein bisschen genauer zeigen. Ja, man kriegt das Telefon, man kriegt dann normalerweise auch nur das Telefon, für das es gemacht ist, da hinein. So, dann machen wir das mal die Kamera an. Das hat ja fast gut geklappt alles. Ja. Genau, man steckt dann hier dieses Telefon rein. Das ist hier alles so ein bisschen weicher Stoff, damit es ganz angenehm ist. Und das ist hier natürlich vorne Plastik. Und dadurch wird das Mobiltelefon halt auch sehr gut fixiert. Das heißt, es fällt dann auch nicht raus beim Laufen. Man muss auch keine Angst haben, dass es vor- und zurückrutscht und dann irgendwann rausfällt. Ja, ist auf jeden Fall das Armband, das man haben möchte. Also an der Stelle ist tatsächlich die 10 Euro, die man mehr investiert im Vergleich zur Billigware, sind da recht gut angelegt, wenn man es dann öfters als einmal hernehmen möchte. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Du hast es, was hast du, welche Farbe? Ich hatte es in grün. Und irgendwas hatte deins cooler als meins. Die Farbe. Auch, es war noch irgendwie hier, hatte hier noch so Dinger drin und ganz toll. Und man konnte, glaube ich, noch irgendwo, konnte man nicht auch Kopfhörer irgendwo verstauen? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war deins noch mal cooler als meins. Gibt also verschiedene Varianten davon. Guckt euch genau an, was es da gibt. Wenn ihr sagt, ja, so ein Armband hätte ich gerne, geht, wie gesagt, auf unsere Webseite. Wenn ihr auf unserer Webseite den Affiliate-Link benutzt, dann kriegen wir ein paar Cent davon, kostet euch nicht mehr. Wie gesagt, Belkin EaseFit, wir machen nochmal einen Link rein, wo ihr eine Übersicht zu allen Armbändern habt. Genau. Ja, dann springen wir sofort in die Technik. Und zwar, haben wir schon gesagt, kann man Kopfhörer anschließen. Und zum Thema Kopfhörer sprechen wir jetzt. Also gerade wenn man jetzt Radl fährt oder läuft, dann hat man natürlich mit Kopfhörern ein großes Problem. Man hört den umliegenden Verkehr nicht. Ganz genau. Es ist zwar in Deutschland nicht verboten, mit Kopfhörern zu fahren, ich persönlich habe zum Beispiel, wenn ich halt im normalen Straßenverkehr unterwegs bin, habe ich halt Bedenken, dass ich halt ein Auto nicht höre und dann fährt mich das zusammen. Und ja, das möchte man ganz gerne vermeiden. Und da habe ich mir was angeguckt. Aber bevor wir zu dem Kopfhörer kommen, ist das, was ich mir als erstes gekauft habe, was ich mal von dir zu Weihnachten bekommen habe. Das ist also zumindest das ein Geschwistergerät. Und zwar ist es ein kleiner Bluetooth-Dongle, Bluetooth-Empfänger, an dem man Kopfhörer anschließen kann. So, schauen wir mal, dass er auch Video macht. Und dann gucken wir uns das hier genauer an. Sehen das hier, ganz toll.
Genau, das ist so ein Clip in dem Fall jetzt. Da kann man hier einfach einen Kopfhörer einstecken und dann macht der Bluetooth-Empfang. Das Schöne an dem Gerät ist, dass man sich das, also ich, das kann ich jetzt zum Beispiel mir hier einfach an den Kragen klipsen. Na, geht ein bisschen. Und dann kann ich mir halt die Kopfhörer aufsetzen. Und das ist soweit so gut. Das Problem haben wir nach wie vor, dass man halt den Verkehr nicht hört. Du hattest mir von Sony Ericsson den MW600 geschenkt, der Klangqualität und verarbeitungsmäßig und generell deutlich besser ist als dieses Teil. Er hat nur einen Nachteil, der hat wie so ein Wäscheklammer-Clip. Mhm. Und den kann man, wenn man sich den hier hin macht, dann sticht einem immer das Kabel in den Hals. Okay. Deswegen habe ich mir zusätzlich hier diesen Jabra-Clip gekauft. Der ist qualitativ nicht ganz so gut. Der hat kein Display, so wie der von Sony Ericsson. Und man hat öfters mal Verbindungsabbrüche. Also so kurze Unterbrechungen. Man kann damit leben, es ist nicht so schlimm. Aber er ist so zum Sport machen sonst deutlich besser geeignet. Für alles andere, tagsüber unterwegs sein, würde ich auf jeden Fall den MW600 kaufen. Ansonsten hier diesen Clip, weil er gerade was Sportsachen angeht, halt deutlich besser ist. So, jetzt haben wir diesen Clip und jetzt möchten wir Kopfhörer aufsetzen. Wie schon gesagt, man hört nichts. Und dafür habe ich mir aus den USA die Aftershocks-Kopfhörer gekauft. Und zwar sind das Knochenschall-Kopfhörer. Das Coole an der Sache ist, die setzt man auf und die sitzen nicht auf den Ohren, sondern neben den Ohren und übertragen das Ganze mit, das sehen wir gleich im Einspieler, übertragen das Ganze mit über die Gesichts- und Wangenknochen. Und da schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert. Ich habe da, die haben nämlich auch ein Mikro eingebaut. Ich habe da mal mit dem Peter Krammel, vielen Dank an der Stelle nochmal, dass er sich da Zeit genommen hat und mich im Feld gefilmt hat, ein kleines Segment aufgenommen, wo man mal sieht, was die Dinger können und warum sie cool sind. So sehen sie also im Close-Up aus, die Aftershocks Kopfhörer. Man kann hier ganz gut sehen, es ist nur eine Silikonschicht, Gummischicht, man weiß es nicht genau, und keine eigentlichen Lautsprecher, so wie man sie von größeren Kopfhörern kennt. Und wenn man sie dann aufsetzt, dann sieht man hier ganz gut, sie sitzen nicht auf den Ohren auf, sondern neben den Ohren. Das Ganze wird dann über die Knochen übertragen und dass hier jetzt im Kabel so ein kleines schwarzes Kästchen ist, liegt nicht nur daran, dass es zum einen die iPhone-Version ist, die auch noch ein Mikrofon eingebaut hat, damit ich es als Headset benutzen kann, sondern, das haben nämlich die anderen auch, das ist das Batteriekästchen. Die Teile brauchen eine Batterie, weil die Vibrationsdinger, die man da im Kopf hat, halt auch vibrieren müssen, und zwar in einer Lautstärke, dass es laut genug ist, dass es über die Gesichtsknochen auch bis zu den Ohren geht. Ja, das Ding hat einen Clip dran, von daher kann ich es mir einfach mal irgendwo hinklipsen. Und jetzt fällt da hinten noch dieser Stecker raus mit dem berühmten vier Kontakten, die da das iPhone-Steckerchen auch schon hat, und schon kann ich es mir einstecken. Naja, und jetzt wollen wir mal gucken. Ich mache mal Musik an und wir schauen mal, ob man das denn hören kann. Na, ich kann es schon mal nicht hören. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich noch nicht eingeschalten habe. Ja, jetzt laufen sie auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, ob ihr es hören könnt oder nicht. Ganz leise ist es jetzt für mich auf jeden Fall auch nicht. Deswegen mache ich ein bisschen lauter, damit ich euch nicht so anschreien muss. Vermutlich hört man in der Außenwelt auch ein bisschen was von dem Ton. Der Kameramann nickt. Also, hört man denn jetzt schon was? Also man hört jetzt schon ein bisschen. Auf der anderen Seite steht man normalerweise nicht rum und redet mit jemandem, während man mit den Kopfhörern auf unterwegs ist, sondern man ist, wie gesagt, unterwegs. Also man fährt Rad oder läuft und da kommt man vielleicht mal kurz an jemanden vorbei. Der Vorteil ist, ich höre jetzt nach wie vor alles. Ich höre die Vöglein hier zwitschern und ich höre, dass niemand kommt hinter mir. Deswegen kann ich noch eine Stunde weiterreden. Das mache ich aber nicht, weil wir wollen ja auch irgendwann mal fertig werden. Noch lauter sind sie, wenn sie einem nicht laut genug sein sollte, wenn man sie zusammen in Verbindung mit dem vorher genannten Bluetooth-Transmitter benutzt. Der hat ein bisschen mehr Saft als das iPhone selbst und deswegen kann man sie auch einfach da einstecken. Einziger Nachteil ist, die Bluetooth-Transmitter nehmen nicht alle vier Pins mit. Das bedeutet auf jeden Fall im Endeffekt, da kriegt man kein Mikrofonsignal mit. Naja, damit muss man leben. Tolles Teil auf jeden Fall. Ja, damit ihr jetzt mal sehen könnt, wie fantastisch das Mikrofon in diesen Kopfhörern funktioniert, habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und mich von meiner goldenen Sänfte mitten ins Feld bringen lassen und stehe jetzt hier zwischen Spinnen und Fliegen, die mich attackieren, und Monstern und wilden Bären, die ich abwehren muss, unterhalb
der Kamera, das ist ein bisschen meinen Füßen, das sieht man deswegen nicht. Ja, und so klingt das also, wenn ihr euch damit aufnimmt oder damit telefoniert. Ja, und nachdem ich es gar nicht erwarten kann, aus diesem Feld wieder rauszukommen, gebe ich hiermit zurück ins Funkhaus oder auf den Feldweg, je nachdem, wie man es jetzt sieht. Ja, gut, sie fix da. Und jetzt gehe ich wieder durch das nächste Feld. Ich entschuldige mich an der Stelle für die 5 Meter an den Bauern, bevor ich die Spurrinne erreicht habe. Da gehe ich jetzt mal weiter. Und idyllisch, die Kirche auch direkt passend zum 19 Uhr läuten. Es geht hier hervorragend weiter. Und ja, hier, so könnte man stundenlang hier weitergehen. Es kitzelt so ein bisschen an den Beinen. Danach habe ich wahrscheinlich den fiesesten Ausschlag. Aber das muss so sein. Und ja, ich hoffe, dieser Voice Recorder nimmt weiter auf. Ich habe inzwischen auch die komischsten Dinge in meinen Schuhen. Ja, vermutlich wäre das eine Aufgabe für die biologische Fakultät der Universität. Aber man weiß es nicht so genau. Und jetzt wird es wieder ein bisschen kritisch, weil jetzt hören gleich die Traktorspuren auf. Und jetzt muss ich wieder so ein paar Meter mich durchs Feld schlagen. Und wir wissen ja, das sieht der Bauer nicht gern. Der Vorteil ist, das sieht der Bauer auch nicht. Weil offensichtlich nicht da ist, sonst würde er schon mit der Mistgabel am Feldesrand stehen. So, ich warte weiter dadurch. Habe jetzt den Rand des Feldes erreicht. Ja, da bin ich also durchs Feld gelaufen. Und ja, wer jetzt sagt, das klingt nach was man haben möchte, kleines Wort der Warnung, die gibt es momentan nur in den USA, aber okay, man kann sie von deren Webseite bestellen, sind nicht so unglaublich teuer, kauft keine anderen, kauft nur diese, kauft keine Bony Bones, wie sie auch immer heißen mögen. Ich habe mehrere davon gekauft, alle anderen stinken. Das sind die einzigen, dadurch, dass die einen Akku drin haben, sind es die einzigen, die laut genug ist, dass man während dem Fahrradfahren oder Laufen noch was hört, weil man bewegt sich ja doch. Und das verringert die Lautstärke und das sind die einzigen, die was taugen. Alle anderen taugen nichts. Man muss sie aufladen, dadurch, dass sie einen Akku drin haben. Da kommt so ein kleiner USB-Stecker mit. Solltet ihr sowas für jemanden zu Weihnachten oder so bestellen, dann bestellt es jetzt, weil, wie gesagt, müsst ihr aus den USA bestellen. Lohnt sich aber auf jeden Fall meiner Meinung nach. Und wie gesagt, keine anderen kaufen. Ja, so viel zu den Kopfhörern. Link findet ihr natürlich bei uns auf der Webseite in den Shownotes. Wunderbar, ja. Vielen Dank, Basti. Sehr gerne. Schön. Ja, jetzt weg von der Musik und weg von der Party hin zum echten Sport. Ich habe mich längere Zeit mit unterschiedlichen Schrittzählern beschäftigt und habe mich auf eine Marke festgelegt. Das sind die Fitbit-Schrittzähler. Es gibt da drei verschiedene Varianten. Es gibt den Zip, den One und den Ultra, wobei der Ultra jetzt sozusagen ein Auslaufmodell ist. Der wird in naher Zukunft nicht mehr hergestellt. Also von daher jetzt noch billiger zu bekommen, als er ursprünglich im Verkauf war. Deswegen ist er trotzdem nicht schlecht. Nein, nein, um Gottes Willen. So, ich habe mal hier, wir fangen mit dem ältesten Modell an. Das ist der, ich lege ihn mal einfach hin. Das ist eine sehr gute Idee. Genau, das ist der Fitbit Ultra. Er hat hier ein kleines Display integriert, wo man die Schrittzahlen angezeigt bekommt. Man bekommt auch hier weitere Informationen, wie zum Beispiel, wie viele Stockwerke ich hochgelaufen bin. Die Blume zeigt mir, wie gut mein Tagesverlauf war. Ich habe eine Uhrzeit. Und die Schrittzahl, die ich heute schon zurückgelegt habe. Und natürlich die Gesamtstrecke an Kilometern, die ich auch am selbigen Tag zurückgelegt habe. Und die Kalorien, die ich verbraucht habe. Ja, das Ganze ist ganz wunderbar. Im Endeffekt, ich habe hier so einen kleinen Clip. Und den befestige ich dann an meiner Kleidung. Oder ich stecke es einfach in die Hosentasche. Und mache dann einfach ganz normal Sport. Was das super coole ist, er hat verschiedene Acceleratoren. Das heißt, wenn ich den nur rauf und runter bewege, bringt mir das gar nichts. Also die Schrittzahl verändert sich überhaupt nicht. Ich muss also mich tatsächlich bewegen. Also mal machen hier 1000. Da wird sich nichts tun. Das stimmt wohl. Und der Ultra ist einer von den größeren. Man kann mit ihm zum Beispiel auch den Schlaf tracken. Wenn ich jetzt hier mich ins Bett legen würde und an ein Armband machen, dann kann ich hier lang auf den Knopf bleiben und dann beginnt es hier sozusagen die Zeit zu laufen. So kann ich meinen Schlaf aufnehmen oder halt bestimmte sportliche Phasen auch tracken. So viel zum Ultra.
Dann habe ich seinen großen Bruder. Das ist die neueste Variante. Das ist der... So, ich kann ihn hoch... Nein, tja. Da war ich zu langsam. Das ist der Fitbit One. Der ist niegelnagelneu. Hat jetzt einen großen... Kann im Endeffekt genau das Gleiche. Also ich habe hier die Stockwerke, die Kilometer, die ich gelaufen bin. Dann die Kalorien, die ich verbraucht habe heute. Wie mein Fortschritt ist. Eine Uhrzeit. Und meine Schrittanzeige. Hat einen großen Vorteil. Das Display ist viel heller. Also das merkt man vor allem, wenn man draußen im Sonnenlicht versucht zu schauen, wie viele Schritte man gelaufen ist. Er kann nach wie vor genauso, man kann aufzeichnen, dass man gerade sportlich aktiv ist, indem man hier lang drauf bleibt, wie eben auch beim Ultra. Und genauso kann man auch den Schlaf aufzeichnen. Er hat einen riesengroßen Vorteil gegenüber dem Ultra. Er kommt jetzt in so einer Silikonhülle, die kann man auch einfach abnehmen. Das ist tatsächlich ein sehr großer Vorteil. Und diese Silikonhülle hat auch diesen Vorteil, dass es einfach am Stoff besser haftet, weil es einfach so leicht gummiert ist. Dadurch sitzt der deutlich angenehmer und macht halt auch einfach mehr Spaß. Es gibt dann noch ein Gerät, das mitkommt. Das hier ist ein Armband. Da kann man im Endeffekt dann sein Fitbit reinlegen und zum Schlaf benutzen. Oder was weiß ich, wenn man sagt, man möchte ihn da beim Sport haben, das wird genauso funktionieren. Hat er noch einen weiteren Vorteil? Der Fitbit One unterstützt jetzt Bluetooth 4. Genau. Das heißt, ich kann es mit neuen Smartphones, die ebenfalls Bluetooth 4 unterstützen, direkt also unterwegs synchronisieren und muss es nicht immer mit meinem Rechner synchronisieren. Das ist das wirklich Coole an der Sache. Der Fitbit Ultra, der hat ein... Hat er gerade Tag auch zu mir gesagt? Der Fitbit Ultra, der hat so eine Dockingstation, wo ich ihn einfach reinstecke und die gilt... ist gleichzeitig auch ein Funkempfänger. Das heißt, wenn ich mich in der Nähe von 4-5 Metern von dem Gerät befinde, dann synchronisiert er sich auch alle 15 Minuten oder sowas. Hat natürlich den Nachteil, dass wenn ich jetzt im Büro bin und den ganzen Tag rumlaufe, dass sich das nicht ändert, solange die Station bei mir zu Hause steht. Genau. Und das ist halt, was das angeht, ein bisschen nachteilig, weil erst wenn ich heimkomme, aktualisiert sich mein Fortschritt. Und naja, man kann damit leben, man kann sich auch eine zweite Station kaufen, weil er synchronisiert sich mit jeder beliebigen Station, die irgendwie in der Nähe ist. Aber die Herangehensweise vom One ist natürlich nochmal deutlich cooler. Genau. So, sie sind natürlich beide, alle, also brauchen wir jetzt die Kamera. Beide, der Ultra sowie der One, haben sie einen kleinen Akku verbaut. Man muss sie laden. Hier gibt es beim One, der hat jetzt hier so ein neues Dongle, da steckt man das dann rein und schließt es an seinem Rechner an. Das lädt. Die Laufzeit ist, also es ist angegeben, dass man ihn alle Woche mal laden soll. Also ich habe es auch schon geschafft, dass er 14 Tage ohne Stress benutzt werden kann, obwohl ich mich ständig bewegt habe. Also da muss man jetzt keine Angst haben, dass das Ding mal leer wird. Man wird auch rechtzeitig informiert, dass man das laden sollte. Genau, für die Leute, die kein Bluetooth 4 haben, am Rechner oder am iPhone oder an einem anderen Mobiltelefon, ist ein Bluetooth-Dongle mit im Lieferumfang dabei. Ja. Und jetzt kommen wir zum letzten aus unserer Runde der lustigen Schrittzähler. Das ist der, müssen wir wechseln. Das ist der, ich habe den mal hier festgemacht, in einer Art und Weise, wie man ihn wohl befestigen möchte, an einem BH. Das ist der Fitbit Zip, das ist der kleinste, er hat kein beleuchtetes Display. Aber mein Gesicht! Zählt auch nur Schritte und reagiert auf Schläge, auf Erschütterung. Also man kann hier wechseln, die Anzeige, die Uhrzeit wird angezeigt, genauso die Schritte und die Strecke, die man zurückgelegt hat. Und natürlich die Kalorien, die man verbraucht hat. Und er hat dieses lustige Face. Das wechselt auch von Zeit zu Zeit, je nachdem, wie sportlich man war. Er kommt auch in so einer Silikonhülle, ist dadurch halt auch sehr gut überall befestigbar. Man kann ihn an der Hose festmachen, an Sportklamotten oder eben auch am BH. Also meine Freundin benutzt ihn immer am BH und sie sagt, das ist fantastisch. Ich dachte immer, das würde total stören, ist aber gar nicht so, weil wie man hier sieht, das ist genau hier in dieser Kante drinnen. Und man hätte jetzt hier das Hemd normalerweise oben drüber, dass man würde es also auch nicht sehen, dass da jetzt irgendwie ein Fitbit verbaut ist. Also es ist erstens unsichtbar für andere und es ist wohl auch sehr komfortabel so zu tragen. Der Fitbit One unterstützt genauso wie der Fitbit Zip unterstützt genauso wie der Fitbit One auch Bluetooth 4 und kann mit seinem iPhone oder mit einem anderen Mobiltelefon synchronisiert werden. Ich dachte eigentlich schon, dass du uns das vorführst, wie das so aussieht. Wenn du was? Wenn man das trägt. Da, also ich, das ist, sagen wir mal so, ich bin ja froh, dass ich nicht, oder ich bin eher froh, dass meine Freundin nicht denselben Brustumfang hat wie ich. Ja, also unter anderem stehe ich nicht so auf Schwimmerinnen. Alles klar. Auch nicht Profi-Wrestlerinnen. Na gut. Ja, also was ich gemerkt habe tatsächlich, dass dieser Fitbit
mein Verhalten ändert. Das heißt, wenn ich eine Treppe hochgehen muss, kriege ich dafür Achievements praktisch. Also, und das heißt, ich fahre weniger im Aufzug, wenn eine Treppe da ist, weil ich kriege natürlich für jedes Stockwerk einen Punkt für ein Stockwerk. Absolut. Und damit verändert man tatsächlich sein eigenes Verhalten im Alltag. Und zwar zum Positiven, also zu einem sportlicheren. Das finde ich eins der ganz beeindruckenden Sachen, wie so ein kleines Gerät einen da doch ganz schön ändern kann. Das Schöne ist, es ist nicht nur dieser Tracker. Es gibt bei Fitbit, die haben sich da wirklich Gedanken gemacht. Es gibt die Möglichkeit, es zu tracken. Es gibt eine iPhone-App, es gibt eine wahnsinnig intuitive Webseite, wo man seine ganzen Fortschritte angezeigt bekommt. Die schauen wir uns gleich an. Aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal an, wie das Ganze im Feld aussieht. Ich habe nämlich einen kleinen Einspieler aufgenommen mit dem Basti zusammen, als ich den Fitbit Ultra mal mit dabei hatte. Genau, dann schauen wir uns das doch mal an. Ja, im Rahmen meiner unglaublich umfassenden Golfausbildung habe ich mir natürlich gedacht, Crossgolf ist das einzig Wahre. Aber warum mache ich das? Tja, ich habe nämlich hier diesen tollen Fitbit Ultra Tracker zum Testen bekommen. Den habe ich eine ganze Zeit lang benutzt. Und um euch mal zu zeigen, was man damit machen kann, sind wir hier beim Crossgolfen. Ich habe hier eine Sandwich. Und ich chippe den Ball jetzt ins Feld. Wir stellen uns einfach vor, gut 70 Meter weiter vorne ist das Grün. Ja, in Wirklichkeit macht der Fitbit-Tracker Folgendes. Er zählt Schritte, wie alle anderen Schrittzähler auch. Man kann hier man stellt ihn einmal ein, dann zählt er ganz normal Schritte. Man kann auch zum Beispiel Treppen gehen oder in andere Stockwerke, die zählt er auch mit. Und parallel dazu werden auch noch die Kalorien gezählt. Das, was eigentlich ganz schön ist. Und das Ganze kann man dann online oder auf seinem iPhone überprüfen, wie viele Schritte man gemacht hat oder wie viele Kalorien man am Tag verbrannt hat. Je mehr Sport man macht, desto besser ist es natürlich. Das Coole an den ganzen Fitbit oder Trackern ist, dass man, je länger man es benutzt, immer wieder wiederkehrend Auszeichnungen dafür erhält. Zum Beispiel bei den ersten 15 geschafften Stockwerken oder bei den ersten gelaufenen 50 Kilometern. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen, wo der Ball ist. I've lost the ball. Where is the ball, please? Natürlich genau hier in dies. Allmählich sind wir schon so in der Region. Am schönsten ist es hier im Feld. Ah, schauen Sie an, ich habe ihn gefunden. Er liegt ja nahezu perfekt hier. Nochmal 75 Meter habe ich eigentlich ganz gut geschätzt, würde ich mal sagen, wenn wir hier nochmal zurückgucken. Ja, kann man schon machen. So, ich habe meinen Fitbit Ultra Tracker mal wieder zur Hand genommen und bin knapp 100 Schritte in der Zwischenzeit gelaufen. Ich hatte am Anfang 3579, jetzt bin ich bei 3665 Schritten und genau so funktioniert es. Wäre ich jetzt Tiger Woods, würde ich den Ball einfach hochwerfen und mit einer Hand wegschlagen, aber ich probiere es trotzdem, ihr könnt dann 3 Tage lang lachen. Gut, fast. Tja, ich bin nun mal kein Profi-Golfer, wie ich das gesagt habe. Ich sollte jetzt Bernhard Langer zugeschaut haben, es tut mir wirklich leid. Also dieses Jahr bin ich wohl noch nicht bereit für den Riders Cup, aber ich bemühe mich dann im nächsten Jahr teilzunehmen. Ja, du hast ja den Fitbit, der ja da in jeder Hinsicht dich unterstützt. Ja. Und du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt eine Webseite dazu, die einen natürlich auch noch ein bisschen anspornt, weil es da ein bisschen soziale Features dazu gibt. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an, wie denn diese Fitbit-Webseite aussieht. Okay, wir sind soweit, dann hole ich mir mal den Computer hier rein. Jawohl, man nennt es Dashboard. Man hat hier auf dem Dashboard sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt so eine sozusagen Übersicht,
im Endeffekt, ich habe jetzt mal einen Tag genommen, der bei mir sehr aktiv war, den ich auch absichtlich so aktiv benutzt habe. Man sieht zum Beispiel, wie Schritte man an dem Tag gegangen ist, wie viele Stockwerke, dann wie, welche Strecke man zurückgenommen hat, zurückgelegt hat, wie viele Kalorien man verbrannt hat. Man sieht, welche Abzeichen man an diesem Tag erworben hat, zum Beispiel 20.000 ist immer ein Abzeichenwert oder 15.000. Man kann auch schauen, wie viele Abzeichen man wie oft geholt hat und dann Stockwerke abzeichen. Dann sieht man eine Analyse des gesamten Tages, wie viel Zeit habe ich im Sitzen verbracht, wie viel Zeit war ich sehr aktiv, wie viel Zeit war ich nur relativ aktiv. Das Ganze sieht dann, habe ich hier noch die Möglichkeit, auch Kalorien einzutragen, zu tracken, Lebensmittel sozusagen aufzuzeichnen. Somit kann ich auch mein Gewicht eintragen und mein Körperfett. Es gibt auch noch eine Waage, das ist, die heißt Aria, die könnte man auch noch kaufen und verwenden. Und man kann sehen, ich habe von Mittwoch auf Donnerstag habe ich geschlafen, 5 Stunden 45 Minuten, das war nicht so besonders ergiebig, aber ich kann mal einen anderen Tag nehmen, wo ich zum Beispiel auch getrackt habe. Da habe ich zum Beispiel deutlich länger geschlafen, da komme ich auf 7 Stunden und dafür war ich aber halt nicht so aktiv. Ja, es gibt, man kann dann hier, wie man sieht, man kann Aktivitäten aufzeichnen. Es gibt dann hier die Möglichkeit zu sehen, wie viele Kalorien, was bin ich gelaufen, wie viele Schritte und habe ich jetzt speziell was getrackt, wie jetzt hier am Donnerstag vorher, habe ich zum Beispiel hier eigene Aufzeichnungen. Hier habe ich 1 Stunde 10 Minuten, da habe ich Fußball gespielt. Da sehe ich dann genau, wie viele Schritte bin ich in der Zeit gelaufen. Ich kann mir hier auch verschiedene Sachen anzeigen lassen. Das ist aber natürlich, habe ich hier kein Adobe Flash installiert. Was natürlich sehr schön ist. Ja, es ist ein frischer Mac, da kann das schon mal passieren. Also ich hätte dann hier normalerweise noch eine Anzeige, wo ich dann genau sehe, wann bin ich wie viel gelaufen, war ich da aktiver. Das ist vielleicht auch interessant, wenn man jetzt irgendwie mal eine Halbzeit Fußball spielt, zu sehen, in welcher Zeit war es spielmäßig, kam es einem am intensivsten vor und war das dann tatsächlich so. Und wie hat es dann der Trainer im Nachhinein echt gesehen? Das ist ja auch oft mal interessant. Was ich noch ganz cool finde, man kann, wie du hast gesagt, man kann Gewicht und Körperfett tracken. Wenn man einen Pro-Account hat, kann man noch beliebig viele, mehrere benutzerdefinierte Tracker hinzufügen. Beim kostenlosen, es geht nur einen Tracker. Das heißt, man kann also, wenn man halt noch irgendwie Körperumfänge oder weiß ich nicht was zusätzlich misst, kann man das da gleich mit rein tracken. Das heißt, man hat alles in einem Portal. Das Schöne ist, man kann sich halt eben auch Verläufe dann über längere Zeit anschauen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auf Woche bei meiner Gewicht, dann habe ich hier mal auch eine Monatsansicht. Man sieht dann auch immer hier, wo ich mal wieder rauf, mal wieder runter gegangen bin und mich dann wieder mehr bemüht habe oder weniger. Also man kann das sehr, sehr schön nachvollziehen. Das Ganze funktioniert auch bei den Aktivitäten so. Ich kann mir dann auch immer beim ganz normalen Dashboard, kann ich mir jetzt hier anstatt den Tag, kann ich mir die Woche anzeigen lassen, dann sehe ich, was war das, wie aktiv war meine Woche im Schnitt zum Vergleich einer anderen Woche, das ist die aktuelle Woche, die ist natürlich noch nicht beendet, oder wie aktiv war ich im ganzen Monat. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, man hat die Möglichkeit jetzt hier, wenn man mehrere Leute mit Fitbit-Trackern kennt, kann man diese als Freunde hinzufügen und sich mit diesen messen. Also man sieht zum Beispiel, dass die Katja, die sehr viel sportlicher unterwegs ist wie ich oder der Basti zum Beispiel, wobei der Basti jetzt ausgenommen ist, der hat das Gerät erst seit kurzer Zeit. Und wenn man jetzt sieht, man ist jetzt hier wahnsinnig sportlich, dann kann man ihm zum Beispiel schreiben, hier eine Nachricht, die kriegt sie dann übers iPhone gepusht oder man kann ihr zum Beispiel Katja anfeuern oder man kann sie spotten, wenn man richtig schlecht war und dann würde man halt eben, wenn man das iPhone... Bei mir machen, ja. Sport, ups, ja, Sport ich kann mich. Siehst du, ich spotte. Und man würde jetzt das iPhone oder den Fitbit mit seinem iPhone oder mit seinem Mobiltelefon synchronisieren, dann kriegt derjenige eben eine Push-Nachricht, dass ich ihn gerade ausgelacht habe, weil er so schlecht ist. Ich schäme mich auch schon ein bisschen. Wollen wir noch mal kurz zu den Abzeichen zurückkommen? Es gibt, wie gesagt, hier die Möglichkeit, Abzeichen zu erwerben für bestimmte Leistungen. Und das Lustige ist, es gibt immer wiederkehrende Abzeichen. Zum Beispiel diese 5.000, 10.000 Schritte, das sind eher die kleinen Abzeichen. Und dann gibt es über längere Zeit welche. Zum Beispiel, wenn man 500 Stockwerke bestiegen hat, bekommt man den Helikopter. Hat man 1.000 Stockwerke, bekommt man Fallschirmspringer-Abzeichen und solche Sachen. Das ist halt, man kriegt die dann per E-Mail geschickt oder man kriegt sie dann gepusht und dann hat man eben diesen Moment, ich habe wieder was erreicht. Wie zum Beispiel, seitdem ich den Fitbit habe, habe ich schon über 750 Kilometer gelaufen. Das ist einem ja normalerweise nicht so bewusst. Ja. Ich meine, jeder von uns geht zwar seine Zeit und jeder kommt vielleicht am Tag, sagen wir mal, wenn er jetzt eine Bürotätigkeit ist, dann tut er sich schon schwer, 10.000 Schritte am Tag zu erreichen. Arbeitet er aber, was weiß ich, sagen wir mal, als
Polizist wahrscheinlich tut es sich auch ein bisschen schwer. Was will ich als Krankenschwester und muss eben im Büro beruflich viel unterwegs sein auf den Beinen. Für diesen eher 10.000 Schritte nicht so viel. Und man persönlich erlebt eben das Spazierengehen oder das Laufen anders, wenn man weiß, okay, ich erreiche was Neues. Oder ich habe, seitdem ich das Gerät habe, habe ich 500 Kilometer gemacht. Und habe ich jemals darüber nachgedacht? Natürlich nicht. Und dann kann man sich auch mal vorstellen, 500 Kilometer, wie weit das ist, wie weit bin ich denn? Ich bin zum Beispiel, genau, 57 Kilometer, ich bin zum Beispiel von mir bis nach Paris gelaufen, in diesem Jahr, in einem halben Jahr. Das ist ganz ordentlich. Und ja, ich freue mich immer wieder und das tatsächlich funktioniert es. Also ich kann ja von meiner Freundin sprechen, die war am Anfang total skeptisch und hat gesagt, ja, was für ein Blödsinn, wieso soll ich das benutzen? Hab ich mir auch gedacht. Und jetzt hat sie sich gedacht, ja, nachdem sie mich jetzt jede Woche schlägt, möchte sie eigentlich nicht mehr damit aufhören und sie ärgert sich schon total, wenn sie mal einen schlechten Tag hat und ich dann nah an sie rankomme, dann hat sie schon Angst, dass sie am nächsten Tag auch einen schlechten Tag und ich einen guten Tag habe und sie dann sozusagen in der kommenden Woche voll her ohne. Was muss man denn ausgeben ungefähr? Also das Schöne ist, es gibt ja jetzt eben zwei Preisvarianten. Es gibt den ZIP, wenn man sagt, mir reicht es völlig aus, dass ich Schritte zähle und dieses ganze Spaß miterleben kann, mit mich mit Freunden messen, wie viel die gelaufen sind und ich brauche das ganze Schlafphasenzeug nicht und. Dann muss ich 59 Euro ausgeben, kriege ich im Apple Store, kriege ich bei Amazon oder kriege ich natürlich über einen Affiliate-Links bei digitalupgrade.de. Das ist die einzig wahre Möglichkeit. Ja. Oder ich sage, ich möchte jetzt ein bisschen mehr Geld ausgeben, dafür möchte ich aber den gesamten Umfang benutzen. Kaufen den Ultra oder eben den One. Den Ultra gibt es nach wie vor zum Kaufen, weil er eben ein Auslaufmodell ist. Ja, gibt es ihn momentan, kriegt man ihn schon zwischen, also um die 80 Euro. Der Fitbit One ist brandneu, den gibt es jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen über einen Monat auf dem deutschen Markt. Der kostet an die 100 Euro. Also sie kosten alle unter 100 Euro. Die Frage ist halt, wie viel Geld will ich ausgeben? Ja, genau. Also das kann man sich ja natürlich selber aussuchen. Guckt euch das an. Wie Tino schon gesagt hat, Links findet ihr auf der Webseite. Wenn ihr darüber einen Fitbit kauft, kriegen wir noch ein paar Cent zurück. Und es kostet euch nicht mehr. Würde uns sehr freuen. Da können wir ein bisschen laufende Kosten decken. Wir müssen leider noch mal ganz kurz auf mein iPhone umschalten. Ich habe nämlich was noch vergessen zu zeigen. Oh, natürlich. Ja, der Fitbit One hat nämlich ein super neues Feature. Er hat nämlich die Möglichkeit, hat einen Silent Alarm. Das heißt, er vibriert, man kann eben in dieses Armband reinmachen und dann nachts einstellen und am Arm tragen und man sagt, man möchte um 7 Uhr geweckt werden, dann vibriert er um 7. Das Ganze kann man über sein iPhone oder eben über das Webinterface einstellen und ich würde die Chance schnell nutzen. Mach doch mal Mirroring an und dann gucken wir uns das bei dir direkt auf dem iPhone an. Genau. Dann seht ihr auch, wie toll diese iPhone-Geschichte ausschaut. Ja, wir haben ja hier High Security AirPlay. Mirroring haben wir, glaube ich, noch nicht ein. Ja, genau. Mirroring bitte nochmal einschalten. So, ihr seht schon, wir kennen uns total aus. Klasse. Yay. So, dann wollen wir uns doch mal das iPhone dazu holen. Bam! Oh, das Riesen-iPhone. Das iPhone. Wer hätte das gedacht, was wir alles hier haben, gell? Also wie man hier sieht, das ist mal nochmal kurz die Übersicht. Man hat hier die ganz normalen Tagesansicht. Der synchronisiert auch jetzt gerade. Man kann dann hier die Aktivitäten sehen. Vom heutigen Tag, wann ich wie aktiv war. Eine ganze Woche. Dann kann ich hier normalerweise, könnte ich mein Gewicht eintragen, das habe ich heute unterlassen. Ständig. Ja, aber dann habe ich halt auch schlechte Tage. Kann jetzt hier auch, was ich gegessen habe, eintragen. Und ich habe noch hier mehr Sachen. Ich sehe zum einen, hier kann ich auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, kann sehen, wie meine Freunde unterwegs sind. Und ich kann hier den stillen Alarm einstellen. Und jetzt kann ich hier einfach auf Add Alarm drücken und habe dann hier die Möglichkeit, den Alarm einzustellen. Und ich mache hier mal 15.10 Uhr. Drücke auf Sichern. Jetzt synchronisiert er das schön mit meinem iPhone. Ich kann natürlich auch sagen, an welchen Tagen ich wie geweckt werden möchte. Das ist alles super. Also wie gesagt, das ist eine Funktion, die kann nur der One. Die kann der Ultra nicht und die können der ZIP nicht. Der Ultra kann es nicht, weil er der nicht mit dem iPhone reden kann direkt. Also da ist ja kein Bluetooth 4.0 drin. Der One kann es halt nicht, weil es halt der kleinste von allen ist. No. Und ist auf jeden Fall eine recht coole Sache. Jetzt sehen wir schon, der Alarm ist an. Jetzt können wir ein bisschen warten. Das werden wir schon sehen. Ja. Ich kann mich noch mal ein bisschen rumspringen, dass man sieht, dass man hier so Tageseinstellungen. Ist auch eine schöne App, also muss man mal dazu sagen, die ist schön gemacht. Es gibt natürlich auch noch eine Widescreen-Ansicht, was ich jetzt euch nicht zeigen kann, weil das iPhone nur uns so dargestellt wird, aber es gibt natürlich auch noch andere Ansichten, wie man wann wie aktiv war. Genau, also es ist eine App tatsächlich auch um das Ganze mal ein bisschen zu analysieren. Jetzt dürfte es auch gleich soweit sein. Wir können es kaum erwarten. Ist das spannend. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Bereit?
soll ich ihn rausnehmen? Wenn er mir immer schöne Geschichten erzählt. Tim, 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 Tim. Das iPhone macht ja in dem Moment gar nichts mehr, gell? Nein, das iPhone kann ich nicht machen. Schalten wir mal aus an der Stelle. Und er vibriert. Gehen wir. Wenn das ja mal. Yay! Bereit? Das war's. Ja, so sieht es aus. Ist auch eine ganz coole Sache und man kann es halt ganz easy übers iPhone einstellen. Da muss man sich nicht irgendwie einloggen ins Web am Rechner. Genau. Ja, dein sehr enthusiastisches Fazit dazu war toll, kaufen. Absolut, also ich dachte mir auch immer, für was brauche ich so einen Schrott? Ja? Für was brauche ich einen Schrittzähler? Und es ist so, dass ich mittlerweile so wahnsinnig abhängig davon bin, dass ich mich schon ärgere, wenn ich mal vergesse. Ja. Und deswegen stecke ich jetzt auch gleich wieder ein. Ich auch. Nicht, dass mich auch noch der Basti überholt in dieser Woche. Ich dachte ja am Anfang, er hat nicht mal alle Tasten im Schrank. Jetzt habe ich ihn auch seit 2 Wochen und ich bin tatsächlich sehr, sehr begeistert. Ja, großartiges Ding. Dann kommen wir auch gleich zum nächsten Technik-Spielzeug. Und das seht ihr gerade nicht, weil das habe ich hier unter dem Hemd an. Und zwar ist es ein Brustgurt, und zwar der Polar H7 Bluetooth 4.0 Brustgurt. Und ja, wie schon der Name sagt, er kann Bluetooth 4.0. Und was bringt uns das? Das bringt uns natürlich, dass er direkt, ohne dass man irgendeinen Dongle braucht, was bisher so nötig war, mit einem iPhone oder mit Android-Geräten sprechen kann. Man braucht dazu ein iPhone 4S oder 5. Weil Bluetooth 4.0 Chips halt nur da verbaut sind oder halt entsprechend anderes Gerät und eine App, die das unterstützt. Machen wir mal hier auch wieder das Mirroring an, dann kann ich euch das mal ein bisschen zeigen. Also der Brustgurt ist schon dran, der sollte eigentlich schon vor sich hin brustgurten. Machen wir mal das iPhone mal wieder zurück und dann suchen wir uns mal zum Beispiel hier die Runtastic Pro App und da sind wir schon ganz vorne drin. Also wir gehen mal in die Einstellungen da, gehen dann auf Herzfrequenzmessung. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Früher hatte man halt so einen Dongle gebraucht, was halt ein bisschen ätzend ist, weil den musst du halt immer mitnehmen. Bluetooth 4 nicht. Das Schöne an Bluetooth 4 ist, es ist auch wahnsinnig stromsparend. Das heißt, die Batterie von so einem Brustgurt hält halt irgendwie laut Hersteller 1 bis 2 Jahre. Mhm. Und das geht halt mit normalem Bluetooth einfach nicht. So, dann gehe ich mal auf Bluetooth 4S, aktiviere Bluetooth Smart und jetzt schauen wir mal. Ob er denn meine Herzfrequenz findet? Ja, 87, 90. Oh Gott. Und oh Gott, bist schon so nervös. Ja, ich bin unglaublich nervös. Und schon haben wir es verbunden. Und wenn ich jetzt mein Workout starten würde, könnten wir auch direkt, wo ist denn das bei der normalen Runtastic App? Das ist irgendwo im Homescreen. Könnten wir da auch meine Herzfrequenz mit sehen? Er würde mir auch meine Herz... da oben, ja. Ich benutze normalerweise mal die Fahrrad-App. Deswegen weiß ich es bei der normalen Runtastic nicht so genau. Also wir sehen hier schon, da zeigt das mit an. Er sagt einem auch, in welcher Herzfrequenzzone man sich gerade befindet oder wenn man eine wechselt, weil es gibt so 5 Zonen, so von ganz langsam bis ganz schnell. Man sollte so normalerweise in der 3. Zone trainieren, damit man ideale Fettverbrennung hat. Und es gibt nicht nur Runtastic, auch Runmeter und Runkeeper und wie sie alle heißen mögen, können das auch. Es gibt von Wahoo, die machen auch so Brustgurte. Mhm. Die gibt es auch eine App, die kann auch mit dem Polar zusammenarbeiten. Das ist ganz cool, weil man halt so ein bisschen genauer weiß, wenn ich jetzt laufe oder Fahrrad fahre, muss ich jetzt ein bisschen mehr Gas geben oder weniger Gas geben, wenn ich das optimale Ergebnis erzielen will. Und so weiß man halt auch, okay, jetzt gebe ich gerade zu viel Gas, weil das halt natürlich auch nicht gut ist, wenn man die ganze Zeit irgendwie mit 120 Schlägen pro Minute unterwegs ist. Ja, wie gesagt, man kann eben die Möglichkeit hat, wenn man einen Brustgurt hat und seine Herzfrequenz überwacht, genau das trainieren, was man haben möchte. Ganz möchte genau. Man jetzt eben abnehmen, dann versucht man so um die 90 im Schlagbereich zu sein. Oder möchte ich jetzt Ausdauer trainieren, dann laufe ich halt Intervall und versuche immer hoch zu kommen und dann wieder abzubauen. Aber das ist halt gerade die Art und Weise, wie ich trainieren möchte und die habe ich nur, wenn ich einen Brustgurt trage. Und es gibt halt auch Apps, die dann solche Trainingspläne haben, die einen dabei unterstützen und das hilft natürlich dann auch wieder, wenn die App meine Herzfrequenz tatsächlich weiß. Also ich persönlich finde das auch sehr, sehr anspornend und ich weiß halt dann auch, wenn ich unterwegs bin, ja, wie es aussieht. Wir können uns den Brustgurt mal angucken. Ich ziehe den mal aus. Na, komm her. Das wird jetzt hier ein bisschen merkwürdig. Strip! Oh. Und da
So sieht der Brustgurt aus. Ich mache mal das iPhone an der Stelle weg. Ja, das kriegen wir noch. So, ich überreiche dir das mal kurz. Selbstverständlich. Und dann nehmen wir mal hier auf diese Kamera. Und ja, so sieht er aus. Man kann den abmachen. Der ist einfach mit zwei Druckknöpfen dran gemacht. Die Druckknöpfe verbinden sich wiederum auf die andere Seite mit diesem Sensorband. Manchmal, wenn man ein bisschen trockene Haut hat, hilft es, das Sensorband anzufeuchten. Aber das ist so wie mit jedem anderen Brustgurt. Das Schöne, ich hatte vorher so einen No-Name-Brustgurt, dass man dieses Teil abnehmen kann. Das bedeutet, ich kann den Gurt selber, den man ja doch mal ab und zu durchschwitzt, kann ich einfach waschen. Wäre jetzt auch nicht so schlimm, dieser Sensor hier ist bis zu 30 Meter wasserdicht laut Polar. Also ich habe ihn schon mal so ein bisschen nass gemacht und das war alles überhaupt kein Problem. Das Schöne im Vergleich zu Konkurrenzprodukten, zum Beispiel vom Wahoo Brustgurt, ist, dass er deutlich günstiger ist, aber genau dieselbe Leistung hat. Also man vermisst nichts. Was ich sehr, sehr angenehm finde im Vergleich auch wieder zum günstigen Brustgurt, ist, dass dieses Band, das da ist, sehr, sehr angenehm auf der Brust ist. Ist halt so ein Gummistoff-Dingenskirchen. Und kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Hinten ist eine CR2032 Batterie drin oder 2025. Also was ist so was ganz Normales, so eine Knopfzelle. Und ja, absolut, absolut empfehlenswert, finde ich. Klapp. Und ja, wie gesagt, funktioniert mit den allermeisten Sports-Tracker-Apps, die es da draußen so gibt. Also das schreiben die auch immer dazu, wenn sie Bluetooth 4.0 können, weil das muss die App unterstützen. Das geht nicht über die Bluetooth-Einstellungen im System, sondern das macht die App direkt, also genauso wie die Fitbit-App, die auch direkt mit dem Fitbit kommuniziert. Man findet also diesen Brustgurt auch nicht in den Systemeinstellungen, also da nicht wundern, wenn es da nicht auftaucht, das soll so sein. Das Ding kostet um die 70 Euro. Wie gesagt, findet ihr auch auf unserer Webseite. Ja, wenn ihr da Interesse dran habt, dann kauft doch wieder über den Affiliate-Link ein. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, kann ich empfehlen. Und an der Stelle auch nochmal, ihr seht's vielleicht hier an der Stelle, wenn ich nochmal das iPhone einblende. Da sind eine ganze Menge Fitness-Apps, die wir getestet haben. Wie schon gesagt, Runmeter, Runkeeper, X-Trail, Cyclemeter und so weiter und so fort. Ich muss sagen, meine Favoriten sind die Runtastic-Applikationen. Zum einen kommen sie aus Österreich, das muss man natürlich unterstützen. X-Trail ist natürlich auch eine deutsche Applikation. Mir gefällt zumindest zum Radfahren gefallen die Runtastic-Apps deutlich besser, weil sie deutlich übersichtlicher sind, was natürlich beim Laufen nicht besonders wichtig ist, weil naja, da muss man nicht die ganze Zeit sehen, wo man hinläuft. Wo man hinfährt, weil das hat man dann eh in seinem Belkin-Armband. Die Runtastic-Apps gefallen mir persönlich aber sehr, sehr gut. Sie bieten eine gute Übersicht, sie bieten einem sehr, sehr hilfreiche Ansagen im Ohr. Also die sagen einem zum Beispiel, wie vorhin schon gesagt, in welcher Herzfrequenzzone man gerade ist, wie schnell man gerade fährt. Das alle Intervalle, also wenn ich dann einen Kilometer gefahren oder gelaufen bin, sagt er mir halt, okay, das hast du jetzt geschafft. Die normale Runtastic-App, die wir vorhin schon offen hatte, die kann, also Runtastic Pro, da kann man sich Trainingspläne für kaufen, die von, vom, wie heißt der Herr Baumann, glaube ich, dieser Laufguru-Marathon-Mann, nicht der Arnold, sondern der andere Marathon-Mann, von dem ausgearbeitet wurden, und die sind da mit drin. Und wie gesagt, kann ich sehr, sehr empfehlen. Und gibt es halt für die verschiedensten Sachen angepasst, also jetzt zum Beispiel zum Mountainbiken. Sieht einfach nur im Endeffekt ein bisschen anders aus und das ist halt direkt was voreingestellt. Und was ich an Runtastic sehr, sehr, sehr toll finde, ist, da gibt es eine Community dahinter. Und ich kann sagen, wenn ich jetzt, ich mache mal meine bekannte Runtastic Roadbike auf, wenn ich jetzt hier starte, kann ich sagen, möchte ich ein Live-Tracking dafür haben. Wenn ich ein Live-Tracking dafür habe, sehen das meine Freunde. Ich kann direkt einen Tweet rausschicken, meine Freunde nerven mit einem Tweet, aber die können mich dann anfeuern. Und das hilft mir schon sehr, wenn du dann halt, wenn dann jemand auf Jubeln drückt und du hast dann im Kopfhörer plötzlich ein Geschrei, ein Gejubel oder ein Go, 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 irgend sowas in der Art. Hilft besonders dann gut, wenn du halt eh gerade so ein bisschen einen Durchhänger hast, dann motiviert das nochmal ein bisschen. Und so, das ist dieses gesamte Paket, das ich sehr, 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 sehr toll bei Runtastic finde.
Die Pro-Apps kosten zwar so 4-5 Euro, sind aber allerdings immer mal wieder im Sale. Also man findet die Apps immer mal wieder für einen Euro oder kostenlos. Auf jeden Fall zu empfehlen. Wäre meine Empfehlung. Genau. Ich glaube, das war es auch schon. Ja, wunderbar. Schon. Nach 45 Minuten. Ja, das war eine kurze Sendung. Fassen wir nochmal kurz zusammen, was wir uns heute angeschaut haben. Zuallernächst, ich versuche es mir nochmal zu finden, ja. Zuallernächst, als allererstes hatten wir hier dieses Belkin Ease Fit. Ein Armband, das man nicht um das Handgelenk trägt, sondern um den Oberarm. Korrekt. Man kann da Mobiltelefone reinstecken und man kann wahnsinnig toll damit Sport machen. Als nächstes hatten wir zum einen den Jabra Clip und damit auch den Sony Ericsson Bluetooth Clip und die Aftershocks Knochenschall-Kopfhörer für die akustische Untermalung während der Sportsession. So als zusammengehörendes Element. Dann hatten wir schon die ganze Fitbit-Familie. Das hält schon so gut, dass ich es nicht mehr rauskriege. Ja, die Fitbits, mit denen wir ganz wunderbar Schritte zählen können und unsere Freunde, die weniger laufen, weniger sich bewegen, absolut perfekt dissen oder anfeuern können. Ganz genau. Dann hatten wir den Polar H7, Bluetooth 4.0. Brustgurt, der direkt vor dir liegt. Ja. Genau, da ist er. Das ist so ein Fremdwort, H7. Ich dachte, ich habe erst nach einem Hammer geschaut. Da irgendwie kann hier ein Laster reinkommen. Und abschließend haben wir uns nochmal die Runtastic-Apps angeguckt, die iPhone und auch für, es gibt es übrigens auch für Android, also da ist keiner außen vor. Sehr zu empfehlen und sympathische Firma auch. Ja, war eine Menge und wie schon gesagt, wenn ihr einkauft, was muss man beachten? Auf Digital Upgrade die Affiliate-Links benutzen. Warum? Kostet nicht mehr und macht uns eine Freude. Genau, und ihr wisst ja, Weihnachten steht vor der Tür. So könnt ihr uns zum einen eine Freude machen, aber auch anderen Leuten, die irgendwie Fitness interessiert sind. Also so ein Fitbit zum Beispiel ist für jeden so ein bisschen nicht mal nur für die sportaffinen Geeks. Für alle. Das also wenn man jemanden dazu animieren will, sich ein bisschen mehr zu bewegen, ist das ein fantastisches Gerät. Absolut. Ja, was soll man dazu noch sagen? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und dann schauen wir doch mal, ob hier dieses ganze Zeug noch funktioniert. Und Naja, wir sind Digital Upgraded. Und ihr wurdet upgegradet. Okay, der Abspann läuft. Es funktioniert soweit alles. Ist ja nicht schlecht. Schauen wir mal, was da heute wieder sich für Teufel eingeschlichen haben. Ich glaube, ich habe diesmal alles richtig gemacht. Sogar das Ja ist richtig. Oh. Muss man aber jetzt auch noch rausschießen. Das Schlimme ist ja, ich habe das Template vorhin aufgemacht, da steht noch 2010 drin. Das heißt, das Template gibt es so schon seit 2010. Das ist erschreckend. Man muss sich ja schon mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir den Quatsch ja seit 2007 werden 5-jähriges dieses Jahr. Oder? Boah, Mann, ja. Viel zu lange. Wir sind auf jeden Fall schon nicht mehr die Jüngsten. Das heißt, wir wissen sowas schon nicht mehr. Ich habe aus irgendwelchen Gründen in meiner hinteren Hosentasche Münzen gefunden. Auch schön. 3 Cent. Die haue ich gleich auf den Kopf. Ja, vielleicht kriegen wir es wieder mal hin, ein bisschen öfter die eine oder andere Sendung zu machen. War lustig. Vielen Dank. Haha, auf Wiedersehen. Ich drücke auf den Knopf. Ich mache das auch nochmal und dann drücke ich auf den Knopf.